Hallo meine Freunde, jetzt auch wieder hier mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal habe ich ja die, was heißt letztes Mal, das will ich als Sonderfolge quasi hochladen, die Harmoniegespräche gemacht und wir wollen jetzt weitermachen mit der Story. Ich habe heute Zeit, weil morgen habe ich frei. Hoho, ein freier Freitag für mich. Ja, ein freier Freitag, schöner Satz. Wir sind hier unten, super. Aber wir sind immer ein paar Sachen, die ich einsammeln kann. Oh, das Ding hat sich nicht neu aufgeladen. Egal. Wir klettern einfach mal hier hoch. Wir sind übrigens... Ja, wir klettern erstmal hoch. So. Was seit dem letzten Mal passiert ist, ich habe ganz viele, ganz viele Quests erfüllt. Wie man gesehen hat, die 90-Stunden-Marke ist inzwischen geknackt. Damit ist Xenoblade Chronicles eines der Spiele, was ich wirklich am längsten gespielt habe. Ich glaube, ja, das Spiel wird Final Fantasy 9 toppen bei mir. Final Fantasy 9 maximale Spielzeit, die ich bisher hatte, waren 95 Stunden. Wo ich das erste Mal durchgespielt habe, da hatte ich aber auch gar keine Ahnung von dem Spiel. So, wir sind auf dem gefallenen Arm. Hier oben. So. Wir müssen jetzt gleich hier lang... Und dann halt dahin. Doch. Oder wir müssen sogar da lang. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden sehen. So. Es haben sich ein paar Sachen geändert. Unter anderem habe ich durch die Sidequests tatsächlich, was interessant ist, neue Menado-Fähigkeiten gelernt. Nämlich Fresser und Rüstung. Halt, Fresser verschlingt die Stärkung des Feindes. Also. Stärkung wird getilgt und Rüstung reduziert den Schaden, physisch sowohl Ätherschaden, aktuell um 45%. Was einfach mal episch ist für 15 Sekunden. Das ist der Hammer. Das Schild schützt ja nur vor Spezialeingriffen, also das ist schon recht geil. So, weiter. Ja, ich habe die halt hochgepowert. Hier habe ich Wachdienst, habe ich fast voll. Dann natürlich die alle haben jetzt ihren vierten Talentbaum und die Ausrüstung hat sich ein wenig verändert. Man sieht schon an Charla, die hat fast die komplette Sternrüstung an, weil sie sieht gar nicht so schlecht aus. Ich finde das Design geil. Und halt nur die Rubinbrille, weil dort ein Aether 5 Kristall drin ist. Hat aber die richtigen Sachen an. Fiora hat auch die. Ja, auch Sachen. Halt Flinkdolche. Die habe ich, glaube ich, auch schon in den Quest gekriegt mit zweimal Doppelangriff. So, Melia hat auch noch Rüstung angezogen gekriegt. Sieht auch sehr geil aus. Er hat, glaube ich, nur das Top neu. Hat die komplette Tapferkeitskollektion, damit das alles so ein bisschen passt. Er hat Mixmax, sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Und Ricky, ja doch, Ricky ist noch so wie vorher. Und wir wollen jetzt weitermachen. Das war, glaube ich, alles, was ich zeigen wollte. Ja, müsste. So, hoppalab. Wir werden mit dem Team jetzt hier erstmal loslegen. Halt, Shulk wird mal auf die Ersatzbank geschmissen. Den brauchen wir wahrscheinlich frühestens wieder im nächsten Bosskampf, wenn überhaupt. Ich bin mal gespannt, wie weit ich mit der Konstellation komme, weil beide, sowohl Fiora als auch Ryan, haben ja ihre Waffen, die das Menado quasi für Mekons unnütz machen. Ich glaube, ich darf jetzt sogar sofort aufhören zu quatschen, weil wir sind schon fast da. Das Drehtor. Neuer Reisepunkt. Yay. Ja. Ich würde mal sagen, hier kann ich gepflegt die Schnauze gleich halten. Nicht wahr? Katzi. Ja. Bionis und Mekonis. Oh, it's so different.
seen them from this kind of perspective. We cannot see it from here. But our people are still fighting up there. It's difficult to believe that two such huge things ever fought each other. I wonder how the Machina felt at the time. Must have been horrible. Scary too. Fear robs us of reason. Out of fear, we commit terrible atrocities and call them acts of self-preservation. Fear gives rise to more fear. A never-ending circle of hatred. Perhaps that circle can be broken. Fear. It must be what's driving this. What's made Egil act this way. Oh. Was war das für ein Leuchten? Und ich muss jetzt mal kurz was trinken. Ah, schön. Linkes Bein Zugang. Okay. So. Mal gucken, was hier so auf uns lauern wird. Ich dürfte ein bisschen overleveled sein wieder mal aktuell. Was allerdings auch meinem Spielstil entspricht. Was ist ein Teufel? Okay, Mekonis Maschine ist schon klar, aber what the? Bewegt sich ja noch alles. We're inside the Mekonis. Just how I imagined it. It's all totally mechanical. It ain't gonna be easy getting up this thing. Egil is at the top. Okay, dann machen wir mal. Zoom. Bada. Teil von Mekonis. Oh, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich habe ein bisschen Zeit, also ich wundere mich, dass hier gerade noch keine Gegner sind. Ach, apropos Gegner. Ah. Ja. Hey, was ist das denn? Da unten ist doch was. Questgegenstand. Ach, ich weiß, was das für ein Quest ist wahrscheinlich. Ey. Ist das der Chip? Ja, ich habe einen Quest für Datenchips sammeln. Und diesen können wir doch direkt mal mitmachen. Ja, ihr interessiert euch gar nicht für mich. Okay. Ja, Doom-G-Doom. Ich bin ein bisschen overlevelt, was sehr das Ganze hier sehr entspannt machen wird. Und halt auch sehr angenehm, würde ich mal so behaupten. Was ist denn? Okay, das lässt das verschwinden. Ich möchte mich hier mal ein bisschen umsehen. Die Musik ist interessant. So, das nehmen wir alles mit. Da haben wir noch. Vielleicht noch was? Ach, der tut nichts. Der will nur spielen. Ach, ja, da war ja was. Ich habe ja noch ein paar Quests, die ich noch nicht machen konnte. So. Ach nee, hier muss ich sogar hin. Okay. Gucken wir mal. Look, it's a switch to activate a lift. If we can get it to work, it should take us up. Ricky want to ride lift? We can't. There's no power going to it.
boring! What do we do? Well, if we could find the main power supply... Okay, people, let's get looking. Yeah, if we can connect the power to the switch, we should be able to use the lift. Okay, ja, aktivieren. Gut, da drüben. Ich finde ja, dass Schul gesehen hat, dass der Aufzug keinen Strom hat aus der Entfernung. Respekt. Aber es liegt wahrscheinlich nur an den hellseherischen Fähigkeiten. Da unten nicht was. Und das da. Achso. Mal fragen, da muss ich jetzt nicht runterspringen, oder? So, einmal hier hin. Ja. Ist dahin, da ist noch was. Haben wir. Blaues Rädchen. Gut. Blink. Quest erfüllt. Oho. Ja. So. Wollen wir nach oben? Wollen wir nach oben, ne? Ich weiß, der andere Aufzug. Da drüben. So, nur muss ich mich halt nochmal hier später nochmal ein bisschen umsehen. Man weiß ja nie. Hoffe ich zumindest, dass ich mich dann nochmal hier umsehen kann. Ja. Geht es jetzt hier irgendwo weiter oder so? Achso, da. Ja. Ja. Zweiten, oh, da ist noch was. Hallo hier. Werdet langsam stärker, aber noch könnt ihr mir nichts. Oh, Moment. Was zum? Das ist der zweite Retrodiode. Die davon, wenn sie wollen. Da war ja was. Da gab es ja noch wen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ist denn hier? Entweder irgendwo. Ach, da. Über uns. Scheinbar, oder? Oder unter uns? Ne, unter uns nicht. Dann wahrscheinlich über uns. Oder hier oben drauf. Hm. Ne, hier oben drauf ist da nix. Ich hoffe, ich finde alle. Ja. Bist du süß. Drüben geht's weiter. Hier geht's. Denn hier hin? Ist das nur? Achso, das ist nur hier. Ja, tschüss, Ryan. Na komm, halt runter. Die tun sich zum Glück nichts. Ist nur um den auszuweichen. Okay. Ist jetzt für uns hier ein bisschen uninteressant, weil die uns eh nichts tun, die normalen. Mich wundert da gerade drüben das Ding. Im Übrigen bin ich immer noch die neue. Was heißt immer noch? Bin ich die neue Fraps-Version am Ausprobieren? Ich habe es jetzt hingekriegt, dass die 3 Stunden ohne Ruckeln gelaufen hat. Bei einem Test. Was heißt ohne Ruckeln? Ohne größeres Ruckeln, sag ich mal. Und ohne Tonverzerrung. Das ist nämlich sehr genial. So, jetzt möchte ich aber kurz wissen, was denn so. Hier war aber ja richtig. Jetzt möchte ich zu einem anderen Aufzug. Der da drüben war. Aber mir gefällt die Musik. Ist schön. Da, die, da, da, die, da. So. Nacht. Ja, okay, hier drin dürfte das so ziemlich egal sein. So, hier haben wir das Schaltfeld.
Oh, ich entkomme. Runter geht's hier. Aha. Okay. Na, hier ist aber noch nichts. Außer Gift. Ist doch garantiert Gift, ne? Nö. Da doch. Ist Gift. Ja. Es sah schon so aus. Okay, hier ist nichts. Zeitverschwendung. Egal. Hätte ja sein können. Aber das Ding hier ist wieder aktiv. Schön.